Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, der Playtüte. Heute gibt es wieder eine Runde Update-News zu RoboCraft. Ein neuer Patch ist wieder rausgekommen. Diesmal gibt es coole neue Sachen wieder, wie die letzten Male auch. Ja, und dann fangen wir direkt an. So, was einem jetzt natürlich direkt mal auffällt, ist natürlich das Cockpit hier und die Beine natürlich auch. Ist ziemlich geil, finde ich, was sie hinzugefügt haben. Diese neuen Mech Legs, so heißen die. Die gibt's von Mark 1 bis hoch zu Mark X. Das ist ziemlich cool, finde ich. Also hat jedes Tier was davon. Ich habe sie selbst noch nicht ausprobiert, aber das werdet ihr dann in einem meiner nächsten Videos wahrscheinlich sehen. So, dann gibt's natürlich auch noch ein paar Kosmetikelemente, die man hier so zusammen basteln kann, um dann hier so ein Cockpit zu erschaffen. Ich finde, die Glasscheibe ist ganz cool, aber der Rest muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja, natürlich könnt ihr das anbauen an einem Bot, wenn ihr das wollt. Allerdings bringt es euch jetzt halt nicht irgendwie mehr Panzerung oder sowas. Das ist eigentlich wie alle anderen Kosmetikteile auch, dass es eigentlich fast nichts aushält. Ja, und dann gibt es auch noch was anderes Neues. Es gibt jetzt Ligen. Die könnt ihr hier oben anwählen. Ich habe jetzt noch kein Battle gespielt. Deswegen wird hier mir auch noch keine Liga angezeigt, in die ich eingeteilt wurde. Das könnt ihr ab 30M könnt ihr in eine Liga eingeteilt werden. Also Battle Arena da nur. Und ja, dann müsst ihr hier einfach halt in ein Battle Arena Match gehen und dann werdet ihr dahin zugeteilt. Natürlich geht das auch nur über 30M. Ja, im Prinzip war es das jetzt erstmal eigentlich schon. Ich werde dann mal hier rumbasteln an dem Bot und versuchen, eine coole Kombination zu finden. Ich wollte das hier mit Rotorblättern kombinieren. Aber mal schauen, wie wir das machen. Beziehungsweise wie ich das mache. Ihr seht den Bot dann in einem meiner nächsten Videos. Und ja genau, dann ciao, bis zum nächsten Mal.